Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die apokalyptische Zombie-Welt von 7 Days to Die. Sorry, euch wollte ich angucken. Ja, ich hatte gerade noch eine kleine Begegnung mit ein paar Hündchen. Jetzt da sind meine Nägel und Faden. So, nehmen wir uns nochmal eben die Hand. Da sind wir auch fast wieder voll geheilt. Ja, da kam so ein Rudel Hunde gerade, als ich ein bisschen am Einräumen war. So, ja, ihr habt jetzt den letzten Tag über nichts verpasst. Ich habe hier kurz vor der Horde-Nacht noch mal ein paar Sachen gemacht. Munition gecraftet. Hui, ist das laut hier. So, unser Game Stage ist 72. Speed Stage, wollte ich sagen. Game Stage ist 72 und wir haben ein Level von 47. Gucken wir mal, wie es nachher so aussieht. So. Achso, wir können der Gerät hier einschalten. Ich glaube, es müsste alles laufen. Gut. So, alles soweit repariert. Hunger hat der Gute, hat er gesagt, ne? Und dann essen wir schon mal was. So. Viel Essen haben wir leider nicht dabei. So, die essen wir auch noch, aber da muss es erstmal reichen, ne? Da haben wir das nochmal. Ja, dann reicht auf jeden Fall. So, alles nachladen. Wir haben hier 808 Schuss, 762 mit und es geht los. Ja, herzlich willkommen zur sechsten Hordenacht. Ja, ja. Und wir haben ein neues Visier. Bumm, bumm. Damit wird es hier auch nochmal wesentlich entspannter. Ja, ich weiß, dass wir gleich wieder... Ah ja. Die Hündchen. Ey, ihr wart doch gerade schon alle da. Hab euch doch getötet. Ah, Kopf abgetrennt. Sehr geil. So. Ja. Ah, die Hunde schon wieder. Ich wollte doch noch genau jetzt... Weiß ich auch wieder, was ich machen wollte. Puh. Diesmal habe ich die Klingenfallen auch einzeln geschaltet. Nicht, dass wie beim letzten Mal eine geht kaputt und dann tun es beide nicht mehr. So, du explodierst mir hier nicht. So, 800 Schuss sollen ja wohl reichen, ne? Aber was, jetzt schon Geier? Tatsächlich. Ausgerechnet dann muss er auch noch hier... Zack. Aufladen. Lass doch mal die Klingen fallen. Ach, er ist durchgekommen. Na, mein Freund. Aber ja, völlig entspannt hier, ne? Und das mit so einer kleinen Falle. Ich weiß gar nicht, warum ich eine neue bauen soll. So, komm. Keine macht den Kopf hier, ne? Nee. Alter! War mit denen nicht richtig, ey. Ach, hier sind gleich zwei von denen. Alter, was viele Hunde, ey. Und da kommt doch schon der nächste. Wisst ihr was? Drei Stück hier. Alter, was geht? Was eine Hundeschar hier. Gibt's ja gar nicht. Ja, ja. Hier ist aber keiner, oder? Oh. Den habe ich gar nicht eingesammelt. So. Ah, wieder den Kopf abgetrennt. Schon wieder ein Hund da? Nee. Guckt euch mal den Hundehaufen da an. Alles cool, den Bullen, die Bullen, die Bullen. Nein, die Bullen sind da. So lange Tier. Wo kommst du denn plötzlich her?
Mal wieder ein bisschen reparieren hier. Aber wir können auch ein bisschen Muni sparen, ne? So, wir haben es jetzt 23 bis 12 Uhr. Guck ich mal, habe ich den Stahl mit zum Reparieren? Ja, gut. Ah, wir können auch ein bisschen knibbeln hier. So, gibt auch XPs. Zack. Ganz gemütlich, chillig beim Kaffee hier. Ah, ich mag meine Hordefalle, so wie sie ist. Leider hatten wir oben nicht ganz so viel Muni drinne. Oh, da ist ein Bulle. Nicht spucken lassen, nicht links lassen, ne? Nicht explodieren lassen vor allen Dingen. Hier, du. Kleine Kuh. Ja, aber wir seht hier alles easy ist hier, ne? Gehen gleich mal einmal nach oben, reparieren hier Elektrozaunpfosten und so. Eigentlich habe ich ja alles dabei dafür. Genau. Diesmal sind wir noch mal eine Spur besser vorbereitet. Siehst du, ich hab's geahnt. Hier keine langen Arme machen hier, ne? So. So, einmal aufgeräumt hier, kurz nach oben. Ein bisschen aufgepasst, dass hier kein. Na, geh doch mal nach oben. Dass hier kein Geier gerade kommt, ne? Und vor allem ganz wichtig, nicht runterfallen, ne? Na, genau das sollte nicht passieren. Hä? Ach, der scheiß Bulle ist explodiert. Oh Mann, ey. Genau das wollte ich doch verhindern. Jetzt wollen die wieder alle hier durch, ne? Jetzt hör doch mal auf, dich zu ducken hier. Das war doch gerade das Problem, Junge. Ja, egal. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter. Und gucken, da die Jungs hier vorne hinkommen. So ein bisschen aufräumen hier. Ah, das war jetzt blöd. Siehst du? Wieso steht denn die Klingenfalle? Weiß ich auch noch nicht. Er ist aber an. Aber wieso steht die Klingenfalle? Die habe ich doch gerade repariert. Da muss ich jetzt aber echt mal gucken. Die darf nicht stehen. Wieso? Ach, bestimmt der blöde Bulle jetzt, ne? So. Ach, jetzt ist mein Tool weg. Nein, jetzt habe ich das ins Moped gelegt. Auch Mann. Ja gut, dann müssen wir jetzt ohne die Klingenfalle auskommen. Wir haben ja vorne noch die eine. Irgendwas ist immer, ne? Irgendwie so ganz ohne kann es nicht laufen, ne? Noch so ein Drecksbulle, echt? Das reicht's aber mal mit denen. Hatte die so gut im Blick, ey. Jetzt muss ich aber doch nach den Dings gucken, ne? Bäm. Muss ja doch hier nachgucken. Ah, jetzt sind beide Klingenfallen weg. Alter! Drecksbulle, ey. Scheiße. Wenn die Viecher einmal explodieren, ne? Boah, wie viel hält denn die aus, ey? So. Du stirbst jetzt auch mal eben. Ah, da ist auch nichts mehr. Ah. Ich meine, ist ja alles entspannt hier, ne? Gibt Schlimmeres. Gibt wirklich schlimmere Nächte.
Die hier werden wir wohl überstehen, aber ganz schön viel Schuss, die hier drauf gehen, ne? Trotzdem, ey. Trotzdem ich viel gezielter schieße. Was ist denn jetzt wieder? Wieso ist das denn jetzt kaputt? Ah, ist nicht kaputt. Gut. Ah, der erste Soldat in der Horde Nacht. Cool. Der Bulle, ey. Der hat mir ja alles versaut. Diesmal waren aber auch viele Bullen da, ne? Da ist schon der nächste wieder. Die mit ihrem Scheiß explodieren, ey. So. Ah, der nächste Drecksack. Ja, danke. Ja. Oh, gleich zwei, ey. Nee, komm, lad nach. Oh. So. Ach, alles gechillt, easy. Lassen wir mal ein paar durchkommen hier. Ja, oh, falscher Knopf. Komm, lass mal noch ein paar durchkommen hier. Bisschen Muni sparen. Kommen ja doch genug vorbei hier, ne? Nur darauf achten, dass wenn ein Kopf kommt, wir den Kopf eben metzeln, ne? Ja. Oh, da kommen gleich zwei. Jetzt hau ich immer meine eigene Wand hier kaputt, ey. Oh, oh, oh. Na? Ich glaube, der größte Schaden bin ich hier, ey. Boah, schon wieder gleich zwei Stück, ey. Davon, wenn ihr die Bullen beschützt. So. Ach ja, kommt ihr mal durch hier. Komm, Zottam. Und wenn die dann hier sind, brauchen die auch nur noch einen Schlag, ne? Voll geil. Ah, du vielleicht ein paar mehr. Du nicht? Bam, 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 badam, bam, badam, bam. Ah, selbst mit Warten hier, ne? Ey. Ich glaube, da kommen schon wieder die nächsten Hunde, ne? Aber ein Geier nur. Geile Sache. Bisher. Bisher. Lalala. Aber schönes Blitzgewitter hier, ne? Der nächste Cup. Darf ich die Tür da wieder zumachen? Ja, danke. Oh, oh. Und schon wieder davor. Das ist Kacke. Ach so, nicht genug Ausdauer. Nee, ist klar. Hä, wovon bin ich denn nass? Jawohl, 48er Level. Aber nur ein Level aufgestiegen hier. Was? War es das schon wieder? Halb drei, alles vorbei. Echt jetzt?
Heute Nacht dann end? Was? Oh, Ödlandschätze. So viele Zombies und so wenig Patronen. Hier ist ein Trick, den ich gelernt habe, um mehr Blei und Messing aus Spülbecken und Rohren zu sammeln. Dedem. Zerlegen. Ah, komm, die kannst du einmal direkt schlucken und weg. Ernsthaft jetzt? Halb drei, Horde Nacht vorbei? Was soll denn das? Meine beiden Klingen fallen, alle beide kaputt. Ernsthaft jetzt? Kann doch nicht wahr sein. Echt jetzt? Ist vorbei. Wieso ist da kaputt? Hier hätten Macken sein müssen. Echt jetzt? Schon wieder so früh zu Ende? So, die sind leer geschossen und die auch. Ja, das war ja klar. Guck mal, bis da hinten liegen die Säcke. Cool. Oh, dann hat der gut geschossen, würde ich sagen, ne? Ja, wir gehen sammeln, wenn wir ausgeschaltet haben. Ah! Ja, dann sammeln wir jetzt erst hier. Oder auch noch nicht. Schon wieder voll hier, ey. Ist ja Wahnsinn. So, ja, hätte ich denn hier. Ne, wo habe ich denn das Tool hingetan? Oder habe ich es. Ich habe es wieder nicht gesehen in der ganzen Hektik. Na toll. Na hier. Direkt lesen. Wieso kann ich das nicht lesen? Es gibt. Ah, wahrscheinlich, weil ich nur eine offen habe, ne? Ja. Ja, das kann sein. Ja. Fahr mal eben was wegbringen hier. So. Hier erstmal alles raus. Alles raus. Ja, Muni nicht raus, aber hier. Ja, hier diesen komischen Blutsack. Tut's auch nicht. Parts. Oh, da hatte er ein paar. Aber lass mich raten, welche er hatte. Natürlich. Die brauche ich aber noch. Motorisches haben wir soweit nichts mehr. Gut. So, wie viel haben wir jetzt? Immer noch so viel drin, ey. Oh Mann. Und wie viel Stahl brauchen wir noch? Vier Stück. Vier geschmiedete Stahl. Ja, wir müssen jetzt eh nur hier bleiben, bis die Gen öffnet. In der Zeit können wir hier alles reparieren. So. Ach so. Ja. Ja, kann ich mal eben ausschalten, ne? Ja. Da kann ich doch erstmal einmal ausschalten. Den Strom. Und tschüss. Ah, die Hordenacht ist am Ende. Das ist mal safe. Zack. Oh, ja, den braucht keiner. Aber das ist jetzt natürlich ätzend, ne? Den kann man verkaufen. Hier, das kannst du zerlegen, mein Freund. Dann hast du es dahin gepackt, ne? Natürlich. Oh, wie kriegen wir denn jetzt hier alles weg, ey? So, was? Ich baue mir mal eben eine Kiste. ja, die kann er jetzt gerade nicht. Ich weiß wohl. So. So. Ja, die müssen wir nur beim nächsten Mal wegmachen, ne? Aber hier kommt jetzt erstmal rein, was ich nicht brauche. Hier, das kannst du nochmal zerlegen. Das kann da erstmal rein, das kann da rein. Das essen wir, das behalten wir. Das kann rüber, das kann rüber. Der Kaffee, den ich wieder nicht getrunken habe. Siehst du, und ich wollte die beiden Rezepte nämlich auch noch weggelegt haben. Ich Horst. Oh, schon wieder voll, das gibt's doch nicht. Ne, wir müssen hier jetzt mal ordentlich was ausräumen, ne? Was haben wir denn da? Guck mal hier, die kannst du zusammenlegen. Das kannst du zerlegen. Die Schatzkarte kann da rein. Das hier, oh, repariert, gibt das gutes Geld, ne?
So, wie viel sind die repariert wert? Ja, lohnt. Behalten. So, oh. 432 Mücken, ey. So, raus, raus. Den kannst du eigentlich auch zerlegen, aber geht nur, wenn ich die Mod rausnehme. Den trinkst du. Die beiden lasse ich hier nicht liegen, nicht, dass ich die vergesse. So, wenn ich hiervon was vergesse, ne, kann ich das bei der nächsten Hordenacht noch zur Not mitnehmen. Aber alles andere wäre schade. Was war denn da jetzt für ein Bauplan? Wie gesagt. So, so. Auch hier Stahlspeer. Ja, gut. Werde ich nie. Oder Eisenspeer sogar nur. Werde ich aber nie benutzen. Von daher. Alles gut. Ne, es. Ja, obwohl. Habe ich die anderen auch hier reingepackt. Zack, 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 zack. Oh, Verbände genug, ne? Die können damit rüber. Den will ich ja gleich noch verkaufen. Den Bauplan. So, eigentlich ist das doch auch egal. Ja, besser alles eben hier reinpacken, geht es nicht verloren, bevor ich hier gleich keinen Platz mehr für die Sachen aus den Säcken habe. Ne? Ja. Da hinten sind auch noch zwei Säcke. Die lasse ich gerne hier liegen. Schwupp. Ah. Ja, Stahl war diesmal kein bisschen dabei, ne? Nee. Leider nein. Das können wir auch mal verkaufen. So, komm. Hier, Hundefutter, Futter mal. Katzenfutter war da immer. So, wir haben ja den Tee getrunken, geht's unserem Magen auch gut. So, dann brauchen wir nachher noch mal Klingenfallen. Hey, nee, den will ich hier behalten. Das. Kohle, so. Das und das brauche ich sowieso hier. Maschinengewehrteile sind egal. Das zerlegen, das hier rüber. Den Kaffee kann ich hier rüber. Den Wenn, dann brauche ich den sowieso hier. Drüben habe ich genug. Den trinken wir nochmal. Das verticken wir gleich. Genau wie das. Und die Stiefel. Und die hier auch, oder? Ja. Die jetzt auch noch repariere. Dann lohnt sich das doch schon. Wo ist sie denn jetzt da? Ach, guck hier, 200. So, dann lass uns den auch eben reparieren. Was soll's? Das willst du verkaufen? Den Helm, ja, Kleinvieh gibt auch Mist, aber bevor ich jetzt die Motter rausbaue, um die irgendwo anders reinzubauen. Da habe ich auch keine Lust zu. So, das. Schatzkarte behalten wir. So, hier, den kannst du nochmal reparieren. Dann können wir den auch vertickern. Das Glas noch raus. So, nichts Gutes verkaufen hier, ne? Und das kann auch noch rüber. Ja. Ja, den Rest behalten wir erstmal an Mann. So. Ah, die hat auch noch nicht auf. Hol mal ein Bike und dann geht er los. Na, Bike ist auch schon voll, ne? Ja, so. Paar Minuten gewartet. Mit der Magnum da rein. Weiter geht's. Händler hat geöffnet. Gut. Schwupp. Gehen wir direkt hier hindurch. Genau das. Und das Katzenfutter kannst du direkt essen, ne? Dann war das, glaube ich, gerade doch Hundefutter. So, komm, sag mir, dass du einen Schmelztiegel oder geschmiedeten Stahl hast, Baby. Ja, geht mir genauso. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, Baby. Ah, ja. Und alles rap. Ja, dann kriegen wir jetzt auch unseren Bohrer. Juhu! Da ist er, unser Erdbohrer. Erdbohrer. Erde. Ja. Kann
Kein Schmelztiegel, immer noch nicht, ey. Scheiße ist das. So, haben wir sonst noch? Gefechte in der Stadt brauche ich nicht. Tragschrauber, das ist billiger, als wenn ich mir den ganzen Tragschrauber kaufe, ne? Aber ich hätte lieber Essensrezepte, tatsächlich. Aber hier gab es auch keine Essensrezepte, ne? Ne. Schade, schade, schade. Oder die Drohne, die nehme ich auch. Ne. Thanks for the business. Aber sie hatte den Your clock Stahl, is den ich gone, brauchte. but Das ist ja schon mal gut. you know, we don't have clocks. Ja, dann würde ich sagen, ist ein bisschen früh zum Schluss machen. Aber ausnahmsweise vielleicht mal doch, weil ich würde jetzt eh nur noch nach Hause fahren und nichts Neues mehr anfangen und nur noch aufräumen, ne? Alles einräumen da, ja. Und dann würde ich morgen den Erdbohrer bauen. Bleifarm für neue Geschossspritzen, damit die Produktion von Dings weitergehen kann. Ich würde hier noch eben schnell die restlichen Sachen, hier Messingteile einpacken. Ich wollte doch noch Sachen verkaufen. Oh, sag mal. Gut, dann gehen wir alle zusammen nochmal zurück zu Jen. Aber das macht ja nichts, die sehen wir auch alle sehr gerne. Das hübsche Madel. Dann schauen wir noch mal. Die kauft uns das jetzt bestimmt trotzdem ab. So nett, wie sie ist. So, hallo, hier bin ich schon wieder. So, wir wollten doch noch was loswerden hier bei dir. Hör mal. Oh, aber auch immerhin 300. Hier. Zack, zack, zack. Und das auch noch. Und das nicht, nee, aber ja, guck, haben wir doch wieder 11, 5, knapp 12. Ja, das ist doch super. Da können wir beim nächsten Händler noch gut was erreichen. Genau, dann haben wir nämlich Platz für die letzten Messingteile. Dann können wir die noch mitnehmen. Und dann reicht es auch für heute, ne? Hier, die beiden noch, ne? Die kann man noch mal einschmelzen. Das kannst du hier mitnehmen, mitnehmen. Mods, noch irgendeine mitgenommen, mitnehmbar. Hier, die für mein Links. Was war denn damit noch? Geländescheinwerfer, hell auch in den dunkelsten Nächten. Ja, die habe ich aber schon drinnen, glaube ich, ne? Habe ich die hier schon im Minibike? Also ich glaube, das Ding hat aber. Warte mal. Öffnen. Reparieren. Hier öffnen. Nee. Komm, versuchen wir die noch mal. Ach, wir kriegen unsere Zeit schon noch voll. Mods war das, ne? Hier. Die wollte ich doch ausprobieren. Ja, und bis wir diesen großen Benzinkanister finden. Oh, hier, guck mal. So, wunderbar. Ja. Herrlich. Ja, wunderbar. Dann würde ich doch sagen, wir machen hier an dieser Stelle heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Schaut euch auch gerne alle anderen Videos an, würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.